eins. Aber selbst wenn diese Analyse nicht ganz richtig ist bei mir, das rechtfertigt doch noch nicht die Mittel, die er einsetzt, oder? Das sagt ja auch gar keiner. Ich denke nur darüber nach, dass es nicht ausreicht, zu verurteilen. Natürlich ist das, was auf der Krim geschieht, etwas, was auch Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben arrondiert? Nein, ich habe nicht arrondiert. Sie haben ein kleines Belgien. Lassen Sie es doch mal tun, worum es wirklich geht. Ja, ja. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Naja. Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Und mein Vorvorgänger hat das auch schärfstens kritisiert, der ja auch nicht ganz weit weg ist von dem, was Ihre Zeitung macht. Hat das schärfstens kritisiert. Helmut. Und hat natürlich. Er hat gesagt, dass, dass ohne Sicherheitsbeschluss das nicht geht seinerzeit. Ja. Und formal hat er recht. Ich stehe trotzdem dazu. Weil ich habe noch vor Augen die Flüchtlingsströme und das, was drohte. Gar keine Frage. Formal aber ohne Sicherheitsratsbeschluss eine kriegerische Auseinandersetzung zu führen, war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Okay. Ebenso, Herr Joffe, ich habe wenig gehört von Kritik, als es im Irak so war. Ja. Das war so. Und ich fürchte, und das soll nichts rechtfertigen, soll nur erklären, warum ich selber mit dem erhobenen Zeigefinger etwas vorsichtiger bin als andere, weil ich diese Situation und auch die Schwierigkeiten, die ich damals mit meiner eigenen Position hatte und immer noch habe, die habe ich nicht vergessen. Aber darf ich mit meinem etwas unterwürfigen Unterton anmelden, dass die Situation nicht ganz vergleichbar ist? Wir haben damals, völlig zu Recht, wie Sie sagen, ohne UN-Beschluss ein Land attackiert, aber aus sehr humanitären Gründen, die Sie auch selber beschrieben haben. Ja. Und die humanitäre Pflicht hat in dem Fall, so jedenfalls könnte man argumentieren, das Völkerrecht, über das Völkerrecht triumphiert. Hier gab es keine schützenswürdige Minderheit, die geschützt werden muss. Das würde ich sozusagen, wenn man das auf einer Ebene diskutiert, wie wir hier sitzen, auch so sehen. Aber ob das die Betroffenen so sehen, ist eine ganz andere Frage. Sie berufen sich auf das wir uns seinerzeit berufen. Die Berufung halte ich nicht für stichhaltig, das müssen Sie mir nicht unterstellen. Okay. Aber es ist das genau. Ich glaube, dass das, was wir gegenwärtig erleben auf der Krim, dass die Blaupause dafür der Kosovo ist. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, sage ich doch auch nicht, nun bringen Sie mich doch nicht in eine Situation, ich sehe dann schon wieder die Schlagzeilen, ich sage doch gar nicht, dass die gleiche Situation ist. Aber ich sage Ihnen auch, dass wenn Sie sich die Argumentation anhören, es jedenfalls sich nicht bezweifeln lässt, und das macht meine Vorsicht im Umgang mit dem erhobenen Zeigefinger aus, dass formal in beiden Fällen gegen die Charta verstoßen worden ist. Das war einfach so. Wir hatten als Rechtfertigung lediglich einen Kommentar des Generalsekretärs der Vereinten Nationen des damaligen. Und das war nach dem Urteil aller nicht hinreichend. Und die Tatsache, dass es gelegentlich gesagt wurde, das ist der erste humanitäre Einsatz, der gemacht worden war, war etwas, was nach den jedenfalls überwiegenden Meinung im Völkerrecht mindestens zweifelhaft. Wir haben es trotzdem benutzt, gar keine Frage. Aber verstehen Sie doch bitte, dass ich dann angesichts meiner eigenen Handlungen, dass das für mich immer noch eine Situation ist, wo ich vorsichtiger bin. Ich wünsche mir nur, dass dann auch Kollege Putin genauso vorsichtig, wie Sie jetzt argumentiert, denn er hat im Falle Syrien, wo es wirklich ein humanitäres Desaster war und bleibt, strikt pro Völkerrecht, das dürfen wir nicht, keine Intervention. Und dann dreht er sich um,
und ich weiß nicht, ob Sie, zettelt den zweiten Krimkrieg. Ich weiß nicht, ob Sie in der Syrien-Frage, wenn wir schon dabei sind, das wirklich richtig interpretieren. Ich habe keine eigenen Informationen. Ich habe mit ihm nie darüber geredet. Aber mein Eindruck ist für seine Syrien-Politik und für die der Chinesen eher ein anderer. Ich glaube, dass man gesagt hat, wir haben seinerzeit, als es um die Intervention in Libyen ging, gesagt, wir werden nicht ein Veto einlegen. Dann ist, das lässt sich ja gar nicht bestreiten, ich sage es sehr diplomatisch, die Libyen-Resolution überstrapaziert worden. Und die Konsequenz eines ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates war natürlich zu sagen, das wollen wir nicht wieder erleben. Das hat etwas zu tun mit Dingen, die ich mir auch schwer vorstellen kann, wir uns alle vielleicht schwer vorstellen können, die aber sozusagen Selbstbewusstsein von P5-Mitgliedern betrifft, also von Sicherheitsratsmitgliedern betrifft. Ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat. Gleichwohl, ich bin doch nicht hier, um irgendetwas zu rechtfertigen. Ich habe nur gesagt, Kosovo könnte die Blaupause sein, übrigens auch in einer anderen Dimension, nämlich was die Frage angeht, Referendum oder nicht. Ne? Was bedeutet das? Was meinen Sie damit? Naja, es wird ja gesagt, das Abhalten des Referendums ist völkerrechtlich problematisch, ist illegal. Ich habe mich mal so ein bisschen versucht, kundig zu machen bei Völkerrechtlern. Und ich habe einen gefunden, der sich dazu geäußert hat. Es findet sich immer einer. Nein, pass auf, das ist schon ein besonders versierter Völkerrechtler. Da steht, das Kosovo durfte sich von Serbien abspalten, sagt der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Und dann geht es weiter. Die Richter waren allerdings schlau. Sie haben nur gesagt, das Völkerrecht kenne kein Verbot von Unabhängigkeitserklärungen. Das ist der Völkerrechter Josef Joffe, 26.07.2010. Chapeau. Das war ein höchst ironischer Kommentar. Das war aus dem Tagesspiegel. Das macht er jedes Mal. Er zieht immer so ein Ding aus. Das ist mein privates Archiv. Das beschäftigt mich vorwiegend mit Ihnen. Aber Sie lesen. Ich kann natürlich nur dazu sagen, Sie lesen mich. Natürlich. Also das habe ich immer gemacht. Gut. Also selbst da, wo ich fundamental anderer Meinung war. Und das war nicht immer der Fall, muss ich sagen. Aber manchmal. So.